Hallöchen, herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Escape from Tarkov. Als allererstes holen wir uns jetzt hier als Grafikkarte. Und dann müssen wir Richtung Dorms. Dorms könnte sich als schwierig gestalten. Ich hoffe, ich hab die Schüssel wieder nicht dabei. Ich hasse mein Leben. Warum habe ich denn jeden Schlüssel hier reingepackt, außer den? Wie machen wir es? Hoffen, dass jemand auch hier hin muss. Naja, wir gucken mal, vielleicht finden wir eventuell aus Versehen irgendwo eine Schlüssel. Hinter uns knallt es auf jeden Fall. Mal eventuell ganz viel Glück. Was ich aber nicht glaube. Das heißt, wir gehen dann einfach Richtung Dorms. Über die andere Seite. Warte mal. Es war jemand oben. Die Tür müsste nämlich zu sein. Hä? Die eine ist eine Breach-Tür. Ich durfte die Fenster nicht sehen. Also ich habe gerade die Fenster beide gesehen.
Gut, danke. Danke, Spiel. Ja, dann setzen wir unseren Plan fort und gehen Richtung Doms. Sind die letzten. Hier war auf jeden Fall einer. Das hätte ruhig mal abschließen können. Ja, wir looten hier ganz gemütlich. Wir haben die Zeit weg, die Ruhe weg. Soll man hetzen? Bringt uns nichts. Der Spot ist diesmal nicht so beliebt. Der war einig. Spieler. Bin mir unsicher. Und jetzt würde ich wieder sagen: Nee, kein Spieler, weil er schon geschrien hat. Jetzt gehe ich von Skeff aus. Gerade gar keine Skeffs killen. Das war tatsächlich ein Spieler und der ist schon rausgerannt. Hat ich mal noch eins mitgenommen. Ach, warum sind denn diese Sounds vor allem auch so sinnlos laut? Naja, wir gehen mal Richtung Doms. 203 ist dann unser Ziel. Ah, lauf ich aus, lauf ich innen rum. Das ist alles scheiße. Richtig viel Muni bleibt uns nicht mehr übrig.
Auch nicht so eine schlechte Waffe. Die bitte mal klar, ich will doch bloß. Ich gehe von der anderen Seite in Two Story rein. Von der anderen Seite in Two Story. Da komme ich besser. Das ist genau auf der anderen Seite. Das ist 203, ne. So nicht, Brudi. Erst schaffen. Ich gehe jetzt schon nearly full, weil Scheiß drauf. Noch. Revenge kommt mit.
schießt euch ruhig, ich nehme kurz noch hier eine Auszeit. Ist irgendwo dort in die Richtung, also mir prinzipiell Wurst. Der könnte mal da oben sein. Was ist hier drin? Vor mir irgendwo. Das nicht geht, also ich schaff's wahrscheinlich einfach nicht. Raus. Können wir wenigstens die eine Quest abschließen. Und dann müssen wir, glaube ich, sowieso nochmal auf ja, Pascal gekillt bringt mir zwar nicht viel, aber wir wollen eigentlich nur die eine Quest abgeben und dann. Ach ne, zwei, wir haben noch Bad Habit fertig. Zwei Quests abgeben. Und dann kann man hier ein bisschen das Stück runterkriegen. So. Ja, wir können Bad Habit abgeben. Sehr gut, und dann können wir Checking Up Teller abgeben. Jetzt geht es nämlich Richtung Punisher. Und wir können die dann auch zusammen machen. Also das funktioniert ganz gut. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir gehen mal kurz auf Factory. Wir müssen uns mal alle Ausgänge angucken. Der ist weggerannt. Das heißt, wir reden über den dort. Der wirft selber Granaten. Das würde ich mir nochmal angucken wollen. Der müsste ja hinter mir gedroppt sein. Anders hätte ich nicht sehen können. 45er ACP im Kopf. Ich guck's mir kleiner mal an und sage euch Bescheid, was meine nicht so fachliche Meinung dazu ist. Also ich habe mir das Ganze nochmal angeguckt. Da war niemand. Ich habe auch keine Steps gehört. Entweder die Person hatte den Unsichtbarkeitsbug und ich konnte sie quasi auch wirklich nicht sehen. Der hatte dicke Gear, dickes Gear an. Oder die Person war wirklich einfach gar nicht dort. Also oder hat einfach gecheatet. Ich möchte hier nicht ausschließen. Hier reingucken.
Was ist die schlaueste Variante, zurückzurennen? Ist es wahrscheinlich zurückrennen, runter. Also, er muss mir hinterhergesprungen sein, weil hier war niemand. Ich habe auch keine Schüsse von hier und nichts gesehen, also hier kann er nicht gewesen sein. Muss ich rein. Jetzt ganz hinten noch. Es ist. Also irgendwie fehlt hier was. Ich habe wieder keinen gesehen. Also ich habe den Scav gehört. Ich habe die Schüsse gehört, aber ich habe nichts gesehen und das ist mein Problem. Wir werden es noch einmal probieren. Ja, der wird mich frontal abgeschossen haben, aber ich habe ihn bloß nicht gesehen. Wir werden es nochmal probieren. Wir müssen ja noch mal einmal den Brief holen und einmal den Zettel aus dem Kunden. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Also da war wieder niemand. Mir geht's langsam mit den unsichtbaren Leuten auf den Sack. Ich will nicht mehr. Es können doch nicht ständig alle unsichtbar werden. Das ist jetzt dein Ernst? Also hier passieren schon wieder Sachen. Bin ich so late gespawnt? Ja, halb. Okay, extracten noch. Huch. Bei, wir nehmen die Knarre mal doch lieber mit. Kurz reingucken.
Gut, also ich konnte mich zwar noch umdrehen, aber den habe ich nie gekriegt. Naja, schade. Zumindest waren diesmal keine Unsichtbaren dabei. Schöner Headshot auf jeden Fall. Naja, wir sehen uns gleich auf jeden Fall nochmal in Factory. Ich werde mal eine Bold Action mitnehmen, damit wir eventuell auch die Quests schon anfangen können. Ich möchte nicht sagen, dass ich Factory nicht mehr sehen kann, aber... Schon wieder hier. Muss das wirklich sein? Ich wüsste nicht mal von wo. Hey Bro. Was waren seine Geräusche, Junge? I won't hurt you, you can run. No, no, I won't shoot at you, I'm just doing my quest. Pretty. Habe ich gerade gesagt, dass das schön ist. You're not that loud, bro. Ah, now I can hear you. No, no, I got everything. Just need the postman quest. Are you questing? Yeah, yeah, the postman part, the letter inside this little room there. Mal voll wieder. Yeah, yeah, but I need time. Ich hab nicht genug.
That player over there. Da setzt sich halt wirklich dort hinten einer hinter diese Rohre und wartet einfach die ganze Zeit, bis jemand zum Extract kommt. Was sind denn das für Menschen? Ja, den ersten Shot hat er mir gegeben, ich habe ihn aber auch übelst spät gesehen. So, wir machen noch einen Versuch und dann ist die Folge vorbei. Alle guten Dinge sind halt irgendwie zu viel. Das ist doch so ein Müllspawn. Ich weiß nicht, wie gut es dem jungen Mann noch ging, aber der hat gut geschossen auf jeden Fall. Ah gut, der hat viel absorbiert. Ach, vielleicht hätte ich. Ich hätte noch mal Bock auf eine Runde. Ich glaube, eine machen wir noch. So, letzter Versuch für heute, dann lassen wir es sein. Dann haben wir heute. Es reicht, wenn man auch mal den gesehen. War auf jeden Fall ein Spieler wieder. Bisschen Zeit haben wir.
Verpisst euch doch einfach. Psst, keiner will die Kunden haben. Das sind halt übelste Chats. Ich hoffe bloß, sie liefen relativ zeitnah. Der eine müsste mich gesehen haben. Bin ich mir fast sicher. Immer noch relativ nah, die Kunden. Die schießen bloß aus Spaß. Die schießen auf nichts. Die haben hier keine Konkurrenz gerade. Bloß meine Quest machen. Haben die schon resettet? Das Einfachste wäre unten durch. Ja, wir probieren es. Ich hoffe, die haben resettet. Bitte, 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 bitte. Als ob wir es jetzt im letzten Versuch geschafft haben. Dann so. Scheiß drauf, da muss man es halt wirklich so leise machen, aber was die 2 Kunden dort, das war schon wieder geisteskrank. Also irgendwann brauche ich definitiv mal irgendwie ein 4er-Team oder so. So, komm, lass mich den Müll abgeben, das ist alles.
Das muss alles erledigt werden. Zack, Nummer 1 ist Scout. Okay, dann können wir. Hey, der ist doch. Den brauche ich doch eh für hier. Ist doch das hier. Also, da muss ich ja eh beides machen. So, Therapist, du kriegst unseren. Wo ist er denn? Postman hier. Zack, bitteschön. Für dich machen wir es auch fertig. Sehr gut, nächste Quest für dort. Hier können wir jetzt Salevas kaufen, maximal 5. Wir kaufen erstmal 1. Ja, und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz sicher beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, die eingeschaltet haben, für alle, die weiterhin der Sache treu bleiben. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Lasst gerne ein Abo, Like, Kommentar da. Bis dahin. Ciao, ciao.